Hallo. Ist da wer? Ich. Ah, sicherlich. Da ist es wieder da, Freunde. Und mit diesem weirden Intro herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog, Freunde. Lang ist's her. Und zum Background, warum dem so ist, ist einfach folgendermaßen. Das Training in den letzten Wochen war einfach Arbeit. Ja, hohes Volumen, viel Arbeit und das ist meistens langweilig. Und ich hatte zwischendurch Videoaufnahmen gemacht, hab das auch geschnitten, hab mir das angeguckt und hab mir gedacht, nee Digga, das ist weder ist es unterhaltsam, noch hat das irgendeinen Mehrwert, noch ist das krass. Das ist einfach langweilig und scheiße und ich hab's überhaupt nicht gefühlt. Also ich hab vor 5 Wochen oder 4 Wochen habe ich so einen Vlog gefilmt. Ich habe es gar nicht gefühlt, ne? Weil ich habe 160 gehoben oder so. Und mir ist wichtig, wenn ich Videos mache, dass die entweder Mehrwert bieten, also Leuten weiterhelfen, irgendeinen Grund haben, also dass es einen Grund gibt, dieses Video überhaupt hochzuladen, dass die unterhalten oder dass die entertainen. Unterhalten oder entertainen, Bruder, da muss ich ja ganz krass los. Oder halt krass sind, dass die irgendwie, ne? Auf jeden Fall, dass ich mir die selber auch angucken würde in der Situation, wenn ich ein Zuschauer wäre. Ja, und das war einfach nicht der Fall. Und deswegen habe ich jetzt einfach Arbeit reingesteckt und hole euch heute wieder zurück auf den aktuellen Stand von meinem Training, in dem Fall sogar von meinem Unterkörpertraining heute. Wir werden heute kreuzheben, Freunde. Und guckt euch einfach mal kurz an, was so die letzten Wochen passiert ist. Sicherlich haben wir Pression gemacht. Ah, und Oliver Kahn, der hat Biss und der hat Progression. Und wenn ihr keine Progression habt, alol, an der Stelle kann ich sogar tatsächlich mal hart Werbung machen. Anfang Dezember launcht mein erster Online-Technikkurs. Ja? Ist kein Scam, Freunde. Ist halt wirklich einfach ein günstigerer Ersatz für das Seminar. Weil ihr wisst ja, wir machen Seminare hier vor Ort, individuell und alles. Aber der Preis dafür ist recht hoch. Deswegen habe ich mir überlegt, wie kann man das Ganze so optimieren, dass das für einen günstigen Euro zu euch nach Hause kommen kann. Und deswegen gibt es jetzt den Online-Technik-Kurs. Wird wahrscheinlich irgendwie Powerbuilding Technik Basics heißen. Alle Grundübungen gehen wir von der Technik her durch. Alle Grundlagen, die man dafür braucht. Goblet Squat, Rumpfspannung, worauf zu achten ist, wie die Hüfte funktioniert. Und Fehleranalyse. Das heißt, wie ihr selber bei euch Fehler erkennen könnt, analysieren könnt und was ihr machen müsst, um diese Fehler rauszubekommen. Das an der Stelle. Wer da Interesse dran hat, an diesem Ding, also es wird wirklich auf einen günstigen Euro rauskommen, also meines Erachtens für das, was ich da reingepackt habe, könnt euch unten gerne in den Newsletter eintragen, damit ihr direkt wisst, wenn das Ding online ist und euch den Rabatt helfen könnt, den es im Dezember dann gibt. So, aber jetzt genug Werbung, weil das wollte ich auch gar nicht ansprechen. Das hat mir gerade nur gut reingepasst wegen dieser Technik-Sache, nee, wegen der Progressionssache. Ja, aber auf jeden Fall, ihr seht, ich habe einfach hochvolumig reintrainiert, Progression gemacht und heute stehen dann die Sechser an mit ungefähr 187 Kilo. Ich hatte leider letzte Woche, das ist einerseits eine gute Nachricht, andererseits vielleicht eine schlechte Nachricht, die schlechte zuerst. Ich habe mir die Bänder im Sprunggelenk so ein bisschen gezerrt,
und musste dann letzte Woche, also die Aufnahme, die ihr jetzt als letztes gesehen habt, ein bisschen runterfahren, ein bisschen noch vorsichtig sein, kontrolliert sein. Das Thema ist jetzt wieder durch, aber die gute Nachricht daran ist, es lag an meiner Beugefrequenz. Denn, Freunde, das wissen die wenigsten von euch wahrscheinlich auch schon, ich kann wieder beugen, beziehungsweise ich konnte ja auch vorher beugen, aber ich kann wieder so beugen, wie ich mir das vorstelle, ohne Knirschen in den Knien, Freunde. Beziehungsweise maximal noch so ein minimales Knirschen. Also wir sind jetzt in den allerletzten Schritten. Ich habe die Halberbeuge jetzt dreimal die Woche wieder drin. Bin da am Anfang halt mit der Dreierfrequenz, war das Fußgelenk nicht wirklich gewohnt. Also ich musste dann ein paar Tage dann wirklich nochmal aussetzen. Aber es läuft, ich bin guter Dinge und deswegen starten jetzt auch wieder die Vlogs, weil Bench läuft, Heben läuft, Beugen wird jetzt wieder laufen und dann wird einfach draufgepackt und Gains gemacht. Und ich würde sagen, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem heutigen Kreuzhebetraining. Und ich würde sagen, let's go, wir wärmen uns auf, beziehungsweise ich wärme mich noch nicht auf, ich mache jetzt erstmal zwei, drei Tafelvideos, weil ich nächste Woche in Norwegen bin, da hole ich euch by the way auch mit. Das heißt, ich muss mich ein bisschen vorproduzieren. Words, Freunde. Und danach geht's ans Kreuz hin. So Leute, Warm-up ist durch. Jetzt im letzten Satz waren es 165 Kilo für explosive 3 Wiederholungen. Der Kameraboss hat natürlich den Kopf abgeschnitten, man kennt ihn. Und jetzt geht es auf die 187, bin mal gespannt. 3x6 stehen an. Ich hoffe im ersten Satz auf eine API 7. Bisschen Unterstützung habe ich am Start, Bullet for my Valentine. Werde ich mir jetzt auf die Ohren gönnen, damit ihr keine Musik drüber habt und ich das Video vernünftig verwenden kann für YouTube. Und mal gucken, ich hoffe auf jeden Fall auf diese 7, weil das würde bedeuten, wir haben immer noch genug Luft im Tank, obwohl ich jetzt halt so schnell und hart gesteigert habe. Es war ja immer Luft im Tank, wie ihr gesehen habt, aber ich hoffe, dass wir immer noch dieses Potenzial halten können. Im nächsten Cycle geht es dann nämlich auch auf 7 bis 5 Wiederholungen, das heißt, wir haben zum ersten Mal 5er und da müssten wir dann auch schon an den 200 kratzen, aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt erstmal gucken, dass die 187 für 3x6 Sätze durchgehen und ich den ganzen Spaß überlebe, ohne dass mir eine Bandscheibe rausfliegt. Let's go. So Leute, kurzes Zwischenfazit nach dem ersten Satz. Ich stelle einfach mal eine Frage in den Raum, könnt ihr in den Kommentaren gerne beantworten oder auch nicht. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr den ersten Satz Kreuz hebt und nach der ersten Wiederholung schon darüber nachdenkt, wie ihr gleich im zweiten und dritten Satz das Gewicht reduzieren müsst? Den Fall hatte ich gerade, so direkt mal einen Schlag in die Fresse bekommen bei der ersten Wiederholung. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, weil ihr hattet ja gesehen, in der Rückblendung letzten Monat hatte ich die 180 für 3x6 noch echt easy gezogen. API 7 im ersten. Ich meine, auch der Satz hier war jetzt vielleicht API 8. Also Technik API 8,5 so vielleicht. Also ich bin da ja sehr drauf bedacht, vor allem weil ich das ja ohne Gürtel mache, dass der Rumpf wirklich solid bleibt, wirklich fest bleibt, dass da nichts einrundet. Hochkrüppeln kann man da immer noch mal ein bisschen was, aber das ist leider nicht, oder das ist nicht der Anspruch, den ich an mich selber habe. Ich will ja nicht einen zweiten Bandscheibenvorfall mir ziehen. Ja,
Ich bin jetzt ein bisschen eingeschüchtert. Deswegen werden wir mal sehen, wie der zweite und der dritte Satz vonstatten gehen. Vor allem die erste Wiederholung ist immer die angenehmste, wenn man schön aus dem toten Punkt zieht und sich schon Gedanken darüber macht, dass alles rausfliegt. Also, let's go. Kopfhörer, Mann. So, Freunde. Hab mir den Clip gerade nochmal reingezogen. Rücken ist noch okay. Einzige Problem war, dass ab der ersten Rap diese scheiß Kopfhörer hinten schon eingeklemmt wurden und ich so Störgeräusche hatte. Und dann bei der zweiten Rap, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr hebt und Kabelkopfhörer benutzt, weil ihr zu cheap seid, euch so In-Ears zu holen, die so über Funk laufen oder was auch immer. Wenn ihr dann hebt und sich das einklemmt und hier am Hals euch runterzieht, ihr wollt euch aufrichten, aber ihr werdet über die Ohren nach unten gezogen und das ist ja so, ich sag mal, eine relativ sensible Stelle und man tendiert direkt dazu, das habt ihr auch bei der zweiten oder dritten Rap, glaube ich, gesehen, wie ich ab der Stelle direkt eingerundet bin, weil du diesen Zug hast und denkst, du musst nachgeben. Da bin ich aber ausgerastet, da habe ich sie weggeschmissen. Hab dann kurz Pause gehabt, wieder angezogen und das anzuziehen war natürlich dann richtig angenehm, aber Rücken ist gerade geblieben bis zur letzten Rap. Letzte Rap ist für mich schon grenzwertig, also vielleicht auch zum Hintergrund, warum ich jetzt so krass Gas gegeben habe, weil ihr müsst ja, das habt ihr ja gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich das halt nie wirklich gefilmt habe. Ich habe Ewigkeiten jetzt Stiff Leg Deadlift gehoben, einfach um die Hüftstreckmuskulatur stärker zu bekommen und hebe jetzt erst seit 1,5-2 Monaten Conventional, quasi das, was ihr am Anfang vom Video gesehen habt, diese Progression. Das heißt, ich habe jetzt in 1,5-2 Monaten von den 160 Kilo Kreuz 10x8 jetzt auf 187 mal 6 gesteigert und das ist natürlich extrem krass. Das Ding ist einfach, ich hatte bei mir im Blick auf jeden Fall schon mal auf 200 mal 5 kommen, ab da kann man dann chillen. Aber so wie das gerade läuft, würde ich sagen, ich nehme die Steigerung einen Ticken raus und guck einfach, dass wir das ein bisschen festigen können, oder Daniel? Das siehst du ähnlich, oder? Das siehst du ähnlich. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Hör mal, die Leute vermissen dich doch auch. Hör mal, du kannst doch nicht einfach abhauen hier, das machen wir doch nicht. Ist doch unhöflich. Hör mal, ihr müsst den Daniel entschuldigen. Ja, der hat heute einen schlechten Tag. So, in diesem Sinne überlebe ich jetzt noch den dritten Satz. Nächste Woche ist Deload, bin ich eh in Norwegen. Nächsten Cycle geht es auf die 5 bis 7 Reps und dann machen wir einfach einen kleinen Reset und steigen dann vernünftig rein. Dann hebe ich die 200 mal 5 dann halt erst nicht nächsten Cycle, sondern erst den danach oder so. Machen wir geschmeidig, machen wir gemütlich, noch ist alles ganz und ich bin halbwegs wieder da. Also im Prinzip bin ich auch jetzt gerade so stark, wie ich das noch nie war im Conventional Heben, vor allem ohne Gürtel. Auch wenn das jetzt halt noch nicht so viel Gewicht ist. Damals, als ich meinen Peak bei Sumo hatte, konnte ich vielleicht mit Gürtel maximal 210, 220 einmal heben vielleicht. Deswegen, ich erwarte mir hier natürlich dann auch, wenn ich auf Sumo switche wieder, einen relativ guten Übertrag, also jetzt nicht so exorbitant krass, aber wenn damals die Range so war, 210 zu 260, ich möchte hier schon auf 240, 250 Beltless kommen, würde ich sagen, ist die Range schon so Richtung 280 oder mehr beim Sumo. Muss ich dann natürlich mir nur holen und ja, gucken wir mal, jetzt der Satz. Und dann geht's ans Beugen.
Yep, baby. So, warum habe ich mich so gefreut? Nicht über die 187 Kilo, das ist ja pathetic, ne? Also ist klar, das ist ausbaufähig. Aber worüber ich mich gefreut habe, ihr habt ja gesehen, gegen Ende wurden die Reps richtig hart. Also ich habe richtig gezittert und so. Aber das Wichtige oder was mir halt wirklich wichtig war, dass der Rumpf trotzdem neutral bleibt oder halt in einer neutralen Range bleibt. Also die letzte Rep hat er so ein bisschen nachgegeben vielleicht. Aber ich habe mich einfach darüber gefreut, dass ich quasi die letzten Reps, die letzten zwei, drei, habe ich mich sehr darauf konzentriert, den Rumpf neutral zu halten. Dafür ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen, was man auch an den Reps gesehen hat. Also die waren ja echt langsamer und ich habe richtig gezittert. Aber wichtig war mir, dass ich das einfach hinkriege, wenn es wirklich hart auf hart kommt, am Ende das Ding trotzdem neutral zu halten. Weil das ist für mich das Allerwichtigste, dass ich mich nicht verletze. So, was heißt das Training jetzt allgemein? Also wir sind jetzt in einem API-Bereich gewesen von 8 bis 10 ungefähr. Und das heißt für mich natürlich jetzt erstmal nicht mehr ganz so radikal weiter steigern, wie ich eben schon angekündigt habe, im nächsten Cycle 5 bis 7 Reps und dafür einen kleinen Reset machen und dann wirklich gemütlich einfach weiter steigern. Diese Progression in Anführungszeichen oder diese Gewichtssteigerung, die ich jetzt in den letzten 1,5-2 Monaten hingelegt habe, war einfach in Anführungszeichen zu radikal oder zu viel. Ich wollte halt schnell auf das Niveau kommen. Das Niveau hier finde ich halbwegs okay, um jetzt Step by Step daran zu arbeiten, drauf zu packen. Vor allen Dingen kommt da jetzt noch Beugevolumen hinzu. Und ja, wenn man das vergleicht mit dem, was ich vor 8 Monaten heben konnte, bevor ich da angefangen habe mit den Stiff Legs und den Rumpf neutral halten, Beltless wäre für mich der Tod gewesen. Ne? Und jetzt ist Beltless für mich quasi fast wie mit Gürtel. So, deswegen läuft das. Und deswegen habe ich jetzt 5-mal deswegen gesagt. Und aus diesem Grund gehen wir jetzt beugen. So Leute, Training ist endlich durch, hat glaube ich insgesamt so 3-3,5 Stunden gedauert, aber ich habe ja auch ein bisschen gefilmt, also das muss man dem Ganzen zugute heißen, wie ihr unschwer erkennen könnt. So, ich setze mich mal eben hier hin, ist wieder einiges da, also ihr könnt euch Black Sale mäßig auf einiges gefasst machen. Wann kommt das Video hoch? Ich glaube jetzt am Sonntag, am 17. startet auf jeden Fall die Black Sale Aktion. Gibt krasse Rabatte, könnt ihr euch schon mal auf jeden Fall in den Terminkalender reinschreiben. Und ja, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt hatte, der Technik-Online-Kurs mit Fehleranalyse und allem Pipa und Po. Wenn ihr daran Interesse haben solltet, könnt ihr schon mal in den Newsletter eintragen. Der Link ist auch in der Beschreibung. Und ja, also was können wir als Fazit heute mitnehmen? Ich wollte euch auf jeden Fall nochmal mit ins Training reinnehmen, dass ihr so ein bisschen seht, wo ich gerade stehe, was ich gerade mache. Ich werde das jetzt regelmäßiger einfach verfolgen, so ein bisschen durchswitchen, weil ich denke, dass das Training langsam interessanter wird.
So, vorher hatte ich einfach keinen Bock, weil ihr seht das ja selber, so selbst jetzt beim Beugen, das waren jetzt 115, einfach ein paar Sätze gemacht, auch wegen dem Fußgelenk noch ein bisschen vorsichtig, einfach Volumen reinbekommen, und am Heben ist sowieso immer leichter beugen. Für gewöhnlich würde ich jetzt 130, 4x6 beugen gerade. Da will ich jetzt einfach ein bisschen hochsteigern, und es ist halt einfach noch nicht unterhaltsam, es ist halt einfach noch Arbeit, es ist noch wirklich viel Reha-Stuff, also jetzt nicht unbedingt zur Reha, aber auch zur Prävention, also wirklich noch Stabilitäts-Stuff und so, wo einfach viel Arbeit, viel Volumen gemacht werden muss, was halt nicht so den Unterhaltungswert hat, und ich bin ja auch im 6-8 Wiederholungsbereich, was wiederum nicht so den Unterhaltungswert hat, und dann lohnt sich das für mich halt einfach nicht, beziehungsweise ich habe das Gefühl, es lohnt sich nicht, weil ich es einfach selber nicht fühle, so dann von Woche zu Woche einfach zu sehen, wie jemand 8 Reps macht, 7 Reps macht, 6 Reps macht mit so 160, 170, 100, gut, so ab 180 wird es ja langsam interessanter, aber so, das hat einfach wenig Anreiz, und deswegen gab es heute jetzt einfach nochmal den Gesamtüberblick. Ich muss die ganze Zeit die Hand wechseln, weil die Schulter abfällt, Freunde. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen, konnte ein bisschen was mitnehmen, kleinen Einblick gewinnen. Das Ziel ist jetzt einfach, hatte ich ja gesagt, jetzt einen kleinen Reset beim Heben zu machen, nach der Einheit auf jeden Fall. Ich werde auch einen kleinen Reset beim Bankdrücken machen. Generell, wenn ihr das Training so ein bisschen besser verfolgen wollt, einfach auf Instagram folgen, auf Instagram abchecken, da lade ich immer so kleine Trainingsclips hoch. Da könnt ihr auch die Progression besser verfolgen als hier auf YouTube. Und wir gucken einfach mal, wie gesagt, nächste Woche bin ich in Norwegen. Bisschen Deload-Training, und ich denke mal, ich nehme die Kamera mit, vielleicht kriege ich einen schönen Vlog gefilmt oder so. Und danach geht es dann in den 7-5er Rep-Bereich, sowohl beim Bankdrücken als auch beim Heben. Beim Beugen denke ich noch nicht, da geht es mir einfach erstmal darum, jetzt Volumen reinzubekommen, den Rumpf zu kontrollieren, auch alles beltless, knee-sleeveless. Und wirklich vorsichtig mich rantasten, weil ihr dürft das nicht unterschätzen. Das sieht halt jetzt so locker aus, so, ja, der steigt ein bei 110, 120, 130 Kilo relativ schnell. Meine Knie sind das aber nicht gewohnt. Die Muskulatur ist es nicht gewohnt, weil ich das ja Ewigkeiten nicht gemacht habe. Vor allem die Technik ist eine ganz andere als damals. Das ist jetzt wirklich halber, sehr aufrecht, sehr knielastig, wirklich neutrale Hüfte, neutrale Knie. Und das muss ich erstmal jetzt Step by Step, die passiven Strukturen müssen sich da wirklich erstmal dran gewöhnen. Deswegen will ich das da auch gar nicht so krass ausreizen, wie ich das jetzt beim Heben gemacht habe. Deswegen Step by Step, und ihr dürft mich dabei begleiten. Und in diesem Sinne, macht's gut, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und bis dann. Und ja, wenn euch der Vlog gefallen hat, ihr wisst es, Daumen nach oben, dann will man mich loben. Ja, reicht jetzt auch, Tyson. Haut rein.